wir reden so darüber, wie ehrlich und wie authentisch und wie nah wir miteinander sein können. Aber in meiner Wahrnehmung waren wir es manchmal gar nicht. Eigentlich mag ich es total, sich wieder in diese Sachen zu stürzen, wo man dieses absolute Staunen bekommt. Und aber vielleicht trotzdem die Stärke mitzunehmen, die man als Erwachsener dazu gewinnt, so eine Erdung. Und das ist für mich ein großes Mysterium, wie man das schafft. Dann zu merken, dass es jetzt immer mehr diese Momente gibt, wo wirklich Sachen einfach gesagt werden können, auch wenn man sich vielleicht auch dafür schämt oder verurteilt. Dass dafür Raum da ist, die einfach den anderen mitzuteilen, dass das eine Qualität und was sehr Besonderes. Ich glaube, wenn du ein Element wärst, dann wärst du Luft. Luft ist irgendwie was, was alle umarmt, also es ist so überall, es kommt so um alle rum und es kann so was total Hebendes haben. Wie ich dich jetzt erlebe oder auch wie wir so zusammen diese ganzen Jahre so verbracht haben, habe ich das Gefühl, da kommt jetzt immer mehr auch Erdung dazu. Also ich glaube, du hast so ein strahlendes Feuer, so ein Lichtfeuer. So ein Erleuchten der Umgebung. Ich habe manchmal das Gefühl, wir können auch mit unserem Klang leuchten. Ja. Und wir spielen uns das manchmal so zu. Ich glaube, in allen Bereichen gibt es eine Balance. Zum Beispiel, wenn man nur fröhliche Sachen spielt oder nur traurige Sachen, dann deckt man nicht das ab, was man irgendwie alles fühlt. Es braucht so irgendwie alle Bereiche und das ist das, was wir versuchen auch im Konzert irgendwie zu machen, dass wir alle Zuschauer durch all diese Emotionen durchführen, durch absolute Euphorie, durch wahnsinnige Traurigkeit, durch Leere vielleicht und durch absolute Gefülltheit. Aber wenn man das schafft, die Elemente in sich zu balancieren, und für mich ist es auf jeden Fall eine Aufgabe, nicht abzuheben, dann fühle ich Frieden. Und das ist, glaube ich, eines der schönsten Gefühle, die man haben kann. Also das Spannende am STEGREIF.orchester ist ja, dass wir keinen Dirigenten haben. Das heißt, normalerweise würde ein Konzertmeister das übersetzen, was der Dirigent zeigt. Aber bei uns ist vielmehr das Gefühl, dass es ganz viele Impulse von der Gruppe gibt. Und meine Aufgabe ist es, daraus ein klares Zeichen zu entwickeln, dass wir zusammenbleiben und diese Bedürfnisse sozusagen alle einzubringen und trotzdem an das Große zu denken. Wie du da stehst, so, das ist eine ganz spannende Kombination aus einem Fels in der Brandung so irgendwie und gleichzeitig aber auch so ein ganz wohlwollendes jedem den Raum geben, sich in dieser Gruppe musikalisch zu entfalten. Und das ist, glaube ich, ein ganz schön starker Balanceakt auch. Ich kann auch bei ganz lauten Stellen ganz wenig zeigen und alle reagieren. Und das ist zum Beispiel eines der Sachen, die man immer noch lernt. Und so wird es immer weitergehen. Also Verantwortung, merke ich, ist für mich generell ein sehr starkes Thema im Leben. Also ich glaube, dadurch, dass ich so eine Liebe zu vielen Menschen spüre oder irgendwie möchte, dass es allen gut geht, habe ich manchmal auch die Tendenz, Verantwortung dafür zu übernehmen oder irgendwie zu versuchen, einen Raum zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen können. Und ich glaube, das ist für meine Aufgabe als Vorstandsvorsitzende jetzt bei STEGREIF auch ein total wichtiger Aspekt. Geht's auf der Höhe weiter? Irgendwie denke ich auch oft, es ist gut, dass ich nicht wusste, was mich erwartet. Weil dann geht man einfach mutig da rein und schaut, was einem begegnet. Und manchmal, wenn wir keine Arbeitsphasen haben, gibt es Momente, in denen ich mich mit manchen Verantwortlichkeiten sehr alleine fühle oder sehr verlassen. Zu spüren, wie es mir geht oder dass man sich auch um mich quasi mal kümmern könnte, das kommt oft so nach diesen Phasen. Und ich glaube, ich könnte noch lernen, das ein bisschen öfter einzufordern. Diese Sensibilität, glaube ich, die ist wahnsinnig besonders. Und für mich ist das Schlüsselerlebnis, immer Vertrauen zu haben. Immer in allen Situationen, wo mein Herz höher geschlagen hat, hatte ich das Gefühl, wow, das war super. Das hat sich gelohnt, das zu machen oder durch etwas zu gehen, den Mut zu beweisen. Deswegen bringt es manchmal mich auch in so haarige Situationen, wo ich plötzlich ohne Wohnung dastehe oder so. Eigentlich wollte ich ursprünglich im Grunewald leben, aber da dachte ich, mit den Wildschweinen und alles, das war vielleicht ein bisschen anstrengend. Und dann bin ich aufs Dach gezogen und die erste Nacht war traumhaft schön. Und in der zweiten Nacht habe ich entdeckt, es gibt so kleine Flöhe, die mich da so anbeißen und so, die auch ins Zelt kommen. Und in der dritten Nacht hat es halt 5 Tage durchgewittert. Aber irgendwie ist es auch mein Gefühl, dass ich das will. Ich will mein Leben so intensiv wie möglich erleben. Und der Reiz bei STEGREIF ist, dass wir uns alle so tief verstehen, weil wir etwas machen, was sehr besonders ist und alle so einen offenen Ansatz haben. Tatsächlich auch, dass wir durch viele schwere Phasen gegangen sind, die grenzwertig waren und wir jeden in so einer Grenzerfahrung auch kennengelernt haben. Das wird auch von Mal zu Mal immer berührender, weil ich kann mich hier öffnen, hier ist ein Raum, um mich zu öffnen. Und dann gibt man auch mehr Preis und lässt auch seine Fassade, die man so oft hat, fallen. Egal wie sehr ich mir vorgenommen habe, bei mir zu sein, egal wie sehr ich mir vorgenommen habe, mich zu erden davor und irgendwie nicht zu sehr bei den anderen zu sein oder nicht zu sehr zu versuchen, zu schauen, dass es jedem gut geht. Aber spätestens so nach 3 Tagen werde ich immer in so ein kollektives Gefühl reingezogen, Und das ist für mich jedes Mal eine wahnsinnig spannende Erfahrung.